Hallo, schön, dass ihr da seid. Hier bei Dark Souls 3 wieder am Start. Ich denke, es wird einfach nur darauf hinauslaufen, dass ich viel sterben werde jetzt hier. Ja, viel, viel mehr zu sagen gibt es nicht. Ich denke, das ist der Endboss, was ziemlich offensichtlich ist. Meine Vermutung ist, dass das mein altes Alter Ego aus Dark Souls 1 ist. Autsch. Autsch. Ah. Ah. Sind schon sehr gleich die Emotes, ja. Gut, das war der erste Versuch. Und nächste Runde. Eieiei. Ich muss eigentlich die erste Phase, muss ich zu, ich sag mal, zwei Dritteln fast ohne Flakon schaffen. Ansonsten habe ich in der zweiten Phase, glaube ich, keine Schnitte. Zumindest ist der Weg nicht so lang. Ah, ja, okay, genau, da kommt so ein langer noch. So, Lanze. Autsch. Ja. Ich könnte natürlich auch einfach mal aus Spaß an der Freude machen wir mal was anderes. Roll mal nicht, sondern nimm den dicken Schild mit. Boah. Uff. Dafür habe ich zu wenig Ausdauer. Scheiße.
voll ätzend, Kollege. Dass du immer noch deine Magie benutzt, jetzt nicht mehr, okay. Ist auch alles zeitabhängig. Uff. Also der große Schild, der braucht zu viel Ausdauer. Und der macht mich super, super langsam. Du Schweinebacke. Ah. Ah. Nee, das ist alles nix hier. Was habe ich denn aktuell für Ringe drin? Erhöht die Stärke, Belastung, Estus Flakon und maximale TP. Ja, das ist okay, würde ich sagen. No, okay. Scheiße. War das ein Motivationsmüa? Ja klar. Ah, ich bin schwer am Überlegen, ob ich was anders machen kann. Aber ich denke... Ach, komm, ey.
Alter. Ich hasse diese Magie-Scheiße, ne? Oh Mann. Das bringt mir halt auch nichts. Das ist Blödsinn mit dem Schild. Warte, ich hab da noch andere. Nein, nicht reisen. Lagerkiste. +18, +95, +22, das hier. Magie ist unfair, genau. Ich will versuchen, ihn zu parieren. Wobei... Ich glaube, es geht nicht. Ich glaube, ich habe jetzt schon mehrfach den richtigen Moment getroffen. Ich glaube, ich habe mehrfach den richtigen Moment getroffen und er hat einfach durchgehauen. Also, weil ich habe das Schild auf das Schwert hauen hören. Also, da kam ein Geräusch. Plonk. Und er hat mich trotzdem einfach getroffen. Das heißt, das geht nicht. Warte mal, ich will mich da hinten mal umgucken. Aber dieser Mond, das ist, glaube ich, einfach nur ein Schimmer, der da hinten... Ja, okay. Gibt's hier irgendwas, was es mir leichter macht, vielleicht? So wie bei Jorn? Nee. Hier ist nichts in der Arena, was irgendwie... Bist du für ein Schwert? Du leuchtest so? Nee, da sind mehrere, die so leuchten. Okay. Irgendwas. Nee.
Ey, komm, hör auf mit deinem Blödsinn, Alter. Mann, es ist... Ach, komm. Ach, ein Kamehameha, ja, jetzt... Und dem weichst du aus. Ey. Du Arschgeige. Ein Magieunsinn. Jetzt hat er auch noch diesen dummen Blödsinn da mit sich rumschleppen. Die Lanze und den dummen Blödsinn. Nee. Ja. Den Magiescheiß, ey, das... Warum? Du hast doch gar keinen Zauberstab mehr, du kannst gar nicht mehr zaubern. Das ist arschig, wenn er seinen Magiequatsch Brutzel-Sternchen-Zeug hier sein Regenbogen-Sternchen-Zeug oben drüber macht und dann. Und dann auch noch die Lanze auspackt, ey. Das letzte Mal hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass alles eine bestimmte Reihenfolge hat. Okay. Okay.
Hey! Ah, zu viel gesoffen. Ey, komm! Das Katana ist auch heftig, wenn er das auspackt. Seine Wirbel leider. Das kann tatsächlich nur sowas. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass dieses Schwert nicht mehr kann. Aber die anderen Waffen sind alle zu langsam, die ich habe. Mist. Zweimal auf Ausweichen gedrückt, aber... Ach so, ja, da kommt ja der. Ey, stopp! Ah, verdammt! Nein. Ach so, na ja gut, da sollte ich wohl nicht zu nah an ihm dran stehen, ha? Huh? Wow, 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 was passiert? Was passiert hier? What the freak? Nee, er hat auch noch einen Brutzelspeer. Er hat einen Brutzelspeer, nein! Hör auf mich zu treten! Nicht brutzeln! Nicht treten, nicht greifen, laufen lassen. Alter. nicht. Mann! Oh, die Nummer wieder. Oh, scheiße. Ah, das war ein guter Versuch. Das war ein guter Versuch.
Ja, das ist die Endboss-Musik von Teil 1 beim Endboss, genau. Ist mir sofort gekommen, als es losging. Ich war nur leider etwas woanders und konnte das nicht kommentieren in dem Moment. Sonst hätte ich es sofort gesagt, aber... Nope, nope. Ah, damn it. Ich denke, es ist an der Zeit. Wir gehen mit mehr Leben rein. Bisschen mehr Leben. Ja, richtig. Zeit ist reif für ein bisschen Menschlichkeit. Absolut korrekt. Ah, Mist, okay. Zauberstab. Mist, zu spät. Du Arschgeige. What? Oh, aua. Nein, warum muss er das denn machen, wenn ich am Saufen bin? Ja, klar. Oh, come on. Ja, du bist super schnell. Du bist super schnell. Und ein Saiyajin. Ich hab's verstanden. Ah, dieses dumme Katana. Okay, mit der Magie komme ich langsam klar. Jetzt ist es das Katana. Magie und Katana. Katano? Ja. Magie und Katana sind unfair. Ich habe gehofft, ich komme wenigstens in Phase 2 jetzt mit Menschlichkeit, aber ja, nope.
ist das denn jetzt? Ey! Ach Mann! Timing wieder richtig geil. Warum heilst du dich denn jetzt? Das ist auch neu. Und jetzt schon den ganzen anderen Quatsch machen. Alter, was? Ey, das war ja das beschissenste Pattern, das ich bisher hatte. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass er auch so gut, also dass das wirklich random ist, was als nächstes kommt. Also so richtig random. Nee, ich versuche gerade ehrlich gesagt, weil ich hab irgendwann mal zwischendurch einen Angriff gemacht, der hat ihn zweimal getroffen, aber wo der herkam, wusste ich nicht. Weiß ich immer noch nicht. Aber ich habe doch nicht den schweren Angriff gedrückt, weil der sieht so aus. Und das sieht so aus. Ich habe irgendwie einen Angriff gemacht, der von oben zugehauen hat. Nee, die sind's nicht. Hä? Wie habe ich denn den Angriff gemacht, der von oben zuhaut? Seltsam. Und der hat nämlich zweimal getroffen. War das einhändig? Nee. Das Treten? Ja, vielleicht den Heavy-Angriff, den Sprungangriff nach vorne. Aber das da, also ich habe das Schwert so richtig hinter meinen Kopf genommen und dann von oben durchgezogen und... Ja, ist ja gut. Komm, lass mich doch kurz ein bisschen an dir rumprobieren. Lass mich ein bisschen was ausprobieren an dir. Okay. Ah, Arschgeige. Hey. Saftsack. Jetzt habe ich es nicht gecheckt, dass er seinen Stab geändert hat. Und da war schon wieder nach der Rolle?
Nach der Seitwärtsrolle mache ich so einen Schlag von oben. Das habe ich bisher noch nie gehabt. Ach, den. Okay, sobald ich nach der Rolle direkt hau, das trifft ihn zweimal. Muss ich versuchen auszunutzen. Das ist auch so arschig, dass er da so einen... Das auch, dass er da so einen Dreher reinkriegen kann und mir hinterhergeht, obwohl ich ausweiche. Ist... Mann! Oh Mist. Scheiße. Wieder hinüber. Ärgerlich, das war, er lief eigentlich gerade ganz gut. Mist, das war ein gutes Pattern hinten raus. Das ist jetzt sehr schade, dass das so in die Hose gegangen ist. Wie oft willst du es noch machen? Ja. Okay. Ach, komm, ey. Dass ich da zweimal zu weit weg war für den doppelten Schlag, ärgerlich. Fuck. Ah, das ist jetzt dumm. Kollege. Ich hasse dieses Katana. Kann ich dem Katana vielleicht einfach davonlaufen? Man kann so oft drauf prügeln, wie man will. Wenn man einmal am... Nicht so weit hinterherlaufen. Und nicht den... Ach Mann, ey. Immer die Entfernungsattacken hier. Mann, lass mich halt mal ganz kurz. Ich hau dir jetzt auf die Schnauze so.
Verdammt. Da ist man auch. Das macht halt so viel Schaden. Das macht einfach das ganze Leben weg. Da kann man nichts gegen tun. Mist. Nichts mehr zum Heilen, das ist so ärgerlich. Ah. Ach Mann, der Versuch vorhin war super. Und dann war ich abgelenkt. Schade, 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 schade. Nehme ich nochmal eine Menschlichkeit? 150 von 200% geschafft, ja, richtig. Ja, Glut. Entschuldigung. Ach, der Homing-Blödsinn hier wieder. Mann, stopp! Scheiße. Thorsten, grüß dich. Hi, schön, dass ihr alle da seid, hey. Mist. Nein. Ich wollte nach rechts ausweichen, aber er hat mich nicht gelassen. Ach ja, genau. Das ist so dumm. Ey, komm jetzt. Mann, die scheiß Lanze. Die Lanze und das Katana. Nein, da ist das Katana. Weg hier. Hilfe. Mami. Mami. Ja, dein Katana. Okay, jetzt hat er was anderes. Ah, Magie. Ah, nein, 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 nein. Kamehameha killt mich. Nein. Nee, die Lanze. Nein, die Lanze mit Magie. Das war wichtig. LOL. Ja, jetzt habe ich aber keine Heilung mehr. Das ist scheiße. Oh, okay. Reinlaufen sollte man auch nicht. Wann hast du die Prinzen gekillt? Naja. Am Dienstag? War es am Dienstag oder war es noch am Montag? Ich weiß es nicht.
Ah, Mist. Ärgerlich. Ich muss ganz kurz AFK. Danach machen wir noch ein ganzes Stück weiter. Aber ich muss ganz schnell, ganz kurz AFK. Bin sofort wieder da. Das ist jetzt mitten in der Aufnahme. Das schneide ich nachher raus. So, jetztle. Ah, ich musste dem Zwerg kurz gute Nacht sagen. Die sind nach Hause gekommen. Die wollten vorhin schon. Gerade als ich das schöne Pattern hatte von ihm hier. Ja, und dann haben sie seitlich hier reingeschielt. Das war ganz, ganz doofes Timing. Aber jetzt haben wir noch ein bisschen. Macht, trifft ihn das denn zweimal überhaupt? Ich sehe es nicht richtig. Hallo, weich halt aus. Kannst dir auch 100 Jahre Zeit lassen. Ah, Katana. Tschüss. Mit dem Katana will ich nicht kämpfen. Das trifft immer. Komm, änder deine Waffe. Ja, Lanze ist okay. Auch ein bisschen ätzend, aber geht schon. Ja, vor allem, wenn er sowas macht halt, ne? Wenn ich versuche auszuweichen und es einfach nicht geht. Man kann auf die Tasten hämmern, das ist scheißegal. Und er hat eine Reichweite mit dem Ding. Hallo? Ah, Mann! Jetzt muss ich einfach dreimal saufen wegen der scheiß Lanze. Ey. Ah, oh Mann. Das war jetzt dreimal. Habe ich gefühlt im richtigen Moment gedrückt und die Ausweichrolle kam nicht. Sowas ist dann immer besonders ärgerlich. Oder wenn man rechtzeitig ausweicht und man trotzdem getroffen wird, ist auch immer super. Weil dann die Iframes irgendwie ganz seltsam im falschen Moment sind oder so. Naja, ich hasse diese Homing-Scheiße. Ich hasse es. Zieht sie ihn einfach hinter mir her, ey. Kann mir einer sagen, wo der Magnet versteckt ist? Wahrscheinlich in meinem Allerwertesten. Der Magnet, der seine Waffe anzieht. Würde ihn gern aus mir rausziehen. Feste drücken. Meint ihr, das hilft? Einfach mal feste... Vielleicht kommt er ja dann hinten raus, der Magnet.
Ah, ich wollte gerade ausweichen. Gut. Nee, ach, jetzt muss er so einen machen. Ja, klar. Okay, 6 Flakons noch. Na, ich stand zu nah dran. Ach, scheiße. Was kann man da machen? Fuck you. Nein. Schon dreimal gesoffen und erst einmal Damage gemacht. Ach, Kacke, ich habe gerade gedacht, okay, warte, jetzt kommt der dicke. Jetzt kommt der dicke Angriff. Das, gerade das habe ich mir gedacht, in dem Moment, als er mich dann doch getroffen hat. Naja, zumindest fange ich an, es zu erkennen. Und ich habe das Gefühl, die Menschlichkeit zu benutzen, ist immer eine schlechte Idee, weil ich dann irgendwie schlechter spiel. Ich komme, wenn, sobald ich Glut benutzt habe, Entschuldigung, sobald ich die Glut benutzt habe, komme ich nicht mehr so weit. Wenn ich mit Glut mal in die zweite Phase kommen würde, das wäre mal was, aber... Come on. Nein, weglaufen. Hilfe, Katana. Hilfe. Hilfe! Hilfe! Steck dein Katana weg! Will niemand? Ja, danke. Okay, Zauberstab, damit bin ich einverstanden.
Das Timing wieder, das Timing wieder, ne? Ach, lutsch mir doch meine... Ihr könnt euch denken, was er mir... Seht ihr? Ich benutze Menschlichkeit und dann hat er einfach dumme Timings und blöde Patterns. Oh, aber Glut, ich benutze Glut. Menschlichkeit, ihr wisst genau, was ich meine. Ich hab mehr Leben. Ich komme, wenn sobald ich menschlich bin oder nein, wenn ich entflammt bin, nicht in die zweite Phase. Als ob das Spiel das absichtlich machen würde, was es sicherlich tut. Oh, ja, haha. Der Magnet in meinem Hintern hat wieder zugeschlagen. Der Hinternmagnet hat wieder zugeschlagen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich muss jetzt, glaube ich, mir dann wirklich langsam... Ich würde am liebsten gerade nochmal laut brüllen. Allerdings geht jetzt dann die Kleine ins Bett. Ist, glaube ich, nicht so gut, wenn ich jetzt laut brülle. Ich sollte mir so einen schalldichten Käfig um mich rumbauen oder sowas. Da kann ich dann auch nach Hilfe rufen. Was heißt da klassisches Kissen? Fest reinbeißen. Normalerweise nimmt man doch da irgendwie was in Holz in den Mund oder so. Scheißdreck, ey. Ah, ja klar. Ah, ja, der Magnet in meinem Hintern. Der Magnet in meinem Hintern ist so wunderbar. Ich liebe ihn. Und was würde ich nur ohne diesen Magneten in meinem Hintern tun? Auf was Hartes nicht so fest beißen wollen. Stimmt, da gab's, glaube ich, auch so eine Sache, ne? Kannst du bitte deine Waffe wieder wechseln? Ich habe keinen Bock auf das Katana.
Ach Mist, jetzt habe ich den Chat gelesen. Ich bin so ein Depp. Im wichtigsten Moment, wenn er den Zauberstab rausholt. Ah. Man kennt's von Geburten. Die beißen da. Ich weiß gar nicht, was kriegen die? Bei uns war es, hat sie, glaube ich, nichts gebraucht. Tod durch Chat. Ja, nee, nicht unbedingt. Nee, aber stimmt, auf was Hartes beißen, da kann man sich die Zähne quasi kaputt machen mit. Das stimmt, das habe ich mal irgendwo gehört. Ach, was würde ich nur ohne den Magneten in meinem Hintern tun? Der wunderbare Magnet. Der Arschmagnet. Ohne den Arschmagneten wäre Dark Souls ja auch halb so toll, ne? Vielleicht ist er auch irgendwo in meine Rüstung eingebaut, aber ich vermute, er steckt in meinem Hintern, weil es ist egal, welche Rüstung ich anziehe. Falsches Timing! Komplettes Off-Timing. Keine Ausdauer gehabt, glaube ich, zum Rollen, ne? Keine Ausdauer zum Rollen gehabt. Geh weg mit deinem Katana, geh weg! Niemand will dich! Wechselst du die Waffe? Nee. Niemand will dein Katana! Los, wechsle die Waffe. Niemand will dein Katana. Weil das ist nämlich total scheiße zum Ausweichen. Danke, Zauberstab, let's go. Ah, okay. Scheiße. Hame! Hame! Ha! Könnt ihr mal was probieren? Für den Fall der Fälle. Dann nehme ich das in der zweiten Phase. Falls ich dafür Zeit habe. Das dauert ja eine halbe Ewigkeit, diese Menschlichkeit zu schlucken. Was ist das denn jetzt hier wieder? Was ist das denn jetzt hier wieder? Warum kann er auf einmal langsamere Attacken machen?
Nee, warum? Warum macht er einen Ausfallschritt auf einmal bei manchen Attacken jetzt? Das war doch vorhin nicht so. Hat er doch keinen Ausfallschritt gemacht. Jetzt macht er einen Ausfallschritt, bevor der Angriff kommt. Das gibt's doch nicht. Jetzt killen wir ihn. Ja, Ken. Alles klar. Gleich. Aber jetzt stirbt er. Da, der Ausfallschritt. Wo kommt der auf einmal her? Der war vorhin nicht da. Ach ja, genau, der Magnet in meinem Hintern. Wunderbar, ich liebe es. Ich liebe den Magneten in meinem Arsch. Es gibt nichts Besseres. Alter. Lukas, grüß dich. Hi, schön, dass ihr alle am Start seid, ey, Leute. Und natürlich auch an die Leute auf YouTube. Es freut mich sehr zu sehen, dass mein Content in Dark Souls recht gut ankommt. Das ist richtig nice. Ich glaube, der gute Lukas kommt sogar von YouTube. Ist das richtig? Ja, doch. Ja, ich glaube, wir hatten unter den YouTube-Kommentaren, hatte ich mit dir gesprochen, wann ich am Streamen bin. Genau. Nee, es ist echt mega nice. Ich sehe ja auch, wie viel geguckt wird und so. Das ist schon echt cool, ey. Damit hätte ich nie gerechnet. Hammer Support von euch. Mist, ja, da habe ich zu viel rumgerollt. Ich hätte aufhören sollen zu rollen, als er ausgeholt hat. Da war schon wieder so ein Ausfallschritt. Da war ein Ausfallschritt und dann bin ich nicht mehr im Timing drin. Wenn er dann aus seinem Timing plötzlich rausgeht.
Er macht einen so einen Zusatzschritt. Ich weiß nicht, wenn ich vielleicht einen Meter zu weit wegstehe oder so, macht er einen zusätzlichen Schritt. Und dadurch kommt seine Attacke später und dann bin ich aus dem Timing raus. Und dann trifft er gleich drei hintereinander und das ist dann meistens mein Tod, wenn das passiert. Ich muss es irgendwie sehen. Diesen Ausfallschritt muss ich mitkriegen und dann einfach später drücken. Da schon wieder. Da läuft, da macht er dann so einen Schritt nach vorne und dann werde ich getroffen. Ich glaube, das ist hauptsächlich, wenn er den Dreierangriff macht. Scheiße. Aber das ist tausendmal angenehmer als die Nummer in Lies of P vorhin. Ich hab, vorhin versucht, oder ich hab Lies of P ein bisschen weitergespielt, weil ich da auch zu einem Ende kommen will. Und bin an den dreckigsten Gegner gekommen, den ich mir vorstellen kann. Bei dem besteht quasi der ganze Kampf aus so Off-Timing-Sachen. Es sieht so aus, als würde der Gegner angreifen, dann macht er doch noch irgendwie einen Schritt zur Seite oder wartet mit seinem Angriff einfach noch eine halbe Sekunde und greift dann erst an. Und du blockst eigentlich ständig im falschen Moment. Es ist so richtig mies. Oh, Zauberstab. Nee! Oh, jetzt habe ich keine Ausdauer gehabt. Scheiße. Ah ja, der Magnet in meinem Hintern. Ich liebe ihn so sehr, diesen Magneten in meinem Arsch. Ah. Vor allem mit der Lanze ist der Magnet im Arsch richtig übel. Ich kann mich auch wieder normal hinsetzen. Ich hatte gehofft, die Sitzposition zu ändern hilft irgendwie ein bisschen, aber nee, gar nicht. Gar nicht. Setze ich mich wieder hoch hin. Gamer-Position hat dir nicht geholfen an der Stelle. Ich glaube, er ist ein bisschen angepisst. Ich habe ihn zu sehr getroffen. Ich habe ihn zu sehr getroffen. Das Spiel hat gesagt, nee, 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 nee. So viel Schaden in so kurzer Zeit, das ist nicht geil. Jetzt lassen wir den Endboss mal ein bisschen schneller prügeln. Das darf nicht sein, dass der Spieler so viel Schaden macht, ohne selbst zu kassieren. Da muss nachgeholfen werden. Und dann wird der Geschwindigkeitsregler angepasst im Spiel und dann geht's richtig ab. Oh Gott, okay, perfekt. Es roch schon wieder nach Magnet in meinem Hintern.
Hallo, mach ich halt aus. Oh shit. Mein Fehler. Nee, Katana. Katana will keiner. Katana will keiner. Bleib weg. Ich hab gesagt, bleib weg. Wechsel deine Waffe, dann können wir wieder miteinander spielen. Aber so nicht. So nicht. Den schnellen Blödsinn, den will keiner. Bleib. Hör einfach auf. Lass es. Hat keinen Wert. Brauchst nicht hinterherlaufen. Kriegst mich nicht. Kriegst mich nicht. Kriegst mich nicht. Kriegst mich nicht. Wechselst du deine Waffe? Nein. Doch. Let's go. Ah, fuck, das hasse ich ja wie die Pest. Magnetlanze plus Zauberblödsinn. Oh Gott. Magnetlanze ist am Start. Das perfekte... Oh. Die Magnetlanze und der... Und der Sternenregler, Sternenregen. Ja klar. Also die Lanze reagiert am besten auf den Magnet in meinem Arsch. Alles andere ist irgendwie geht, aber die Lanze, die reagiert richtig übel auf den Magneten in meinem Hintern. Das Schwert zwar auch, hier das erste, was er hat, aber nicht ganz so krass wie die Lanze. Die Lanze muss auch noch zusätzlich was drin haben. Die hat einen eigenen gegengepolten Magneten. Hier, guck mal. Da war wieder mein Magnet zugange. Hier, ah, oh, wow, okay. Mein Magnet hat diesmal nicht ganz so weh getan. Wie lange bist du schon zu Dark Souls? 1 Stunde 24 Minuten. Habe ich vor 1 Stunde 24 Minuten habe ich angefangen. Ich war einmal kurz. Wow. Einmal kurz dem Zwerg gute Nacht sagen. Magnetlanze! Jawohl! Die Magnetlanze ist am Start! Ich mache seit 1 Stunde 20 Minuten nichts anderes als das hier, was ihr gerade seht. Extra lange Folge, bis er down ist. Ja, ich habe ja die letzte Folge, die ich gemacht habe, ist ja auch extra lang gewesen, weil ich dachte... weil ich dachte, die beiden wären der Endboss. Die beiden... Hier, Prinzen. Lothric wäre der Endboss, aber nee. M-m. Nope. Das hier ist der Endboss. Magnetlanzen-Johnny. Magnetlanzen-Johnny ist der Endboss. Auch wieder seltsam. No way! Ja, ist ja gut. Es hat einfach zu gut funktioniert. Es hat ein paar Mal zu gut funktioniert und jetzt muss ich erstmal wieder ein paar auf die Fresse kriegen vom Spiel, weil ansonsten... Ach, vielleicht sollte ich auch einfach eine Pause einlegen, eine kurze, was trinken und dann gleich nochmal rangehen. Weil vielleicht ist einfach den Kopf mal kurz irgendwie woanders hinkriegen. Mal kurz einmal im Zimmer im Viereck springen. Einmal wie ein Affe auf die Brust prügeln. Sich selbst motivieren, dass man der Geilste ist und dann...
Dann kriegt Magnetlanzen Johnny auf die Schnauze. So, komm, das machen wir mal eben. Also. Ersten Schluck trinken. Seht ihr eigentlich, wie schön die Kleine mir die Haare gekämmt hat? Wunderbar, oder? Jetzt habe ich es wieder durcheinander gebracht, ne? So. Jetzt noch auf die Brust prügeln, oder? Los. Die Magnetlanze ist mein Untergang. Oh. Scheiße. Okay, let's go. Aua. Ach, fuck. Das lange hochhalten. Das lange hochhalten ist... Nicht brutzeln. Nein, jetzt hat er mich gegriffen. Ach, das hatte ich bisher noch nicht. Bisher konnte ich ausweichen, dem Griff. Nein, ich hab's schon wieder gesehen, dass er lange hochhält und hab's gekonnt ignoriert. Thank you.
Oh shit. Oh nee, 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 oh nee. Scheiße, nein, das war das lange Hochhalten. Ah, Mist. Ja. Ja. Oh, Leute. Oh. Oh mein Gott. Oh, war das noch knapp am Ende. Boah. Aber das war jetzt der erste Versuch direkt nach dem Jonglieren und auf die Brust klopfen, oder? Geil. Oh. GG, dankeschön. So. Jetzt muss ich im Prinzip wissen, ich kann jetzt an dieses Leuchtfeuer gehen und danach noch DLCs und so einen Blödsinn machen, oder? GZ zum Abschluss der Dark Souls Trilogie. Alles klar, dankeschön. Vielen Dank, Mann. Oh. Der absolute Shit. Oh. Geil. Also, ich kann jetzt da rangehen und danach noch weitermachen, oder? Erste Flamme binden. Ach so, ist das wieder so ein Ding wie beim ersten Teil. Wenn ich jetzt zurücklaufe, dann gibt's ein anderes Ende. Ja, ich habe halt keine Ahnung, ne? Also rein theoretisch wäre das jetzt so das, was ich machen würde. Also, let's go. Okay. Ah. Sorry, wir machen das kurz so und so. Okay, also. GG, dankeschön, dankeschön, Leute. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, okay, nicht im New Game Plus, passt.
Ja, das Ende. Vergleichen mit dem Ende... Moment, ich muss hier... Ich muss mir einen Ticken leiser machen. Ja. Schwer zu sagen jetzt, ehrlich gesagt. Das Ende habe ich noch absolut vor Augen. Man... entzündet das Feuer oder eben auch nicht. Und dann geht's eigentlich von vorne los. Also, beziehungsweise man fackelt, glaube ich, selber ab. Komplett. Also man stirbt daran. Ich würde in dem Zusammenhang jetzt irgendwie vermuten, dass vielleicht der Hauptcharakter in Dark Souls 1 hast du auch die Flamme neu entfacht und sie hat die ganze Umgebung. Stimmt, da ist alles abgefackelt. Und hier war es nur ein kleines schwaches Flämmchen. Und Dark Souls 1 hat mehr als ein Ende, ja. Ich habe beide Enden gesehen. Ja, das ist jetzt dann, da würde ich gerne mit euch an einem Tag mal entweder zum Start vom Stream oder so einfach mal alle Lore-Videos angucken, die ihr so empfehlt. Oder einfach die ganze Reihe von Vatividia am Stück. Dark Souls 1 und 3 sind sehr schöne Spiele. Ich muss sagen, also gut, dann mache ich jetzt eine neue Aufnahme, denke ich. Oder nee, komm, lassen wir es einfach mit dran. Kann das ja dann nachher rausschneiden. Vielleicht mal gucken. Genau, darum, das will ich jetzt einmal recappen. Rekapitulieren. Und ich fange vorne an. Also Dark Souls 1 hat mir schon sehr gut gefallen, aber man muss auch dazu sagen, ich mag auch so die Challenge und ich reg mich auch gerne mal auf und mach dann danach trotzdem weiter und mich ärgert's dann, wenn ich was nicht schaff, so wie ich es mir vorgenommen habe und möchte das Ganze dann nochmal, also möchte das Ganze auf jeden Fall dann hinkriegen und da packt mich dann der Ehrgeiz und für mich sind das großartige Spiele, die genau richtig sind. Es ist manchmal zu leicht, es ist manchmal, fühlt sich zu schwer an und dann kommt man aber doch irgendwie dahinter und es macht einen Riesenspaß. Es ist echt gigantisch gut. Hat's die Bekanntheit verdient? Die ganze Reihe auf jeden Fall, würde ich sagen. Also gerade wenn ich überlege, der Name schwerste Spiele aller, die es jemals gab, kommt ja nicht von irgendwo. Und sie sind schwer. Und dadurch, dass es auch keinen Schwierigkeitsgrad, Einstellungsmöglichkeiten gibt dafür, ist es natürlich... schon heftig. Man wird da reingeworfen und dann muss man es auch so schaffen. Man kann sich's mit manchen Tricks, kann man sich's ein bisschen einfacher machen, den einen oder anderen Gegner. Aber mir war es ja auch wichtig, gerade Dark Souls, bei Lies of P ist es mir nicht so wichtig, aber, oder bei anderen, mal gucken, wie es jetzt bei, auf jeden Fall, jedenfalls Dark Souls. Dark Souls, da war es mir wichtig, dass ich das so schaff, alleine hinkriege. Dark Souls 2 hat nicht ganz geklappt. Bei Dark Souls 1 habe ich einen winzigen Tipp gebraucht, bei Dark Souls 2 war ich am Ende, wusste ich nicht mehr, wo ich hin soll. Ob ich schon zum Ende kann und so weiter. Da hatte ich eigentlich schon alles und hätte einfach zum Endboss gehen können. Hab das einfach nicht gesehen.
Und bei Dark Souls 3 habe ich mir auch nur einmal den Hinweis geholt, hey, pass auf, in dem Gebiet geht's weiter. So, da wäre ich, früher oder später wäre ich darüber gestolpert. Da haben wir es einfach aus Entertainment-Gründen ein wenig beschleunigt. Insgesamt würde ich sagen, ich habe die ganze Reihe doch souverän alleine geschafft. Vor den Lore-Videos wären die DLCs von Dark Souls 3 nicht schlecht. Die schließen den Kreis. Ja, machen wir so. Alles klar, dann spiele ich erst die DLCs. Ist in Ordnung und dann schauen wir Lore. Im Hauptspiel fehlt auch noch ein verstecktes Gebiet. Es könnte sein, dass ich das Gebiet bereits gefunden habe. Das Schneegebiet. Ist das DLC? Also jetzt könnt ihr eigentlich Sachen raushauen. Gerade. Ah, das ist DLC. Okay, das habe ich nämlich schon gefunden. Das ist, So, jetzt die zweite Reise im aktuellen Zustand beginnen. Die zweite Reise kann auch später vom Schreinleuchtfeuer begonnen werden. Also die zweite Reise nicht beginnen in dem Fall. Eine Geste an einem bestimmten Ort. Okay, also Moment jetzt. Genau, eins nach dem anderen. Ich würde auch sagen, vier optionale Bosse fehlen mir noch im Hauptspiel. Okay, die werden wir auf jeden Fall dann zuerst machen. Und dann ins Versteckte, also auf jeden Fall erst Hauptspiel. Bitte erst Hauptspiel und dann in die DLCs, am besten der Reihenfolge nach. Wäre mir ganz recht, wenn wir das so machen. Und dann, wenn Dark Souls 3 komplett beendet ist, die Lore-Videos, und dann muss ich tatsächlich nochmal Dark Souls 1. Mir fehlt da noch ein Boss und muss leider noch ein paar Bosse nachholen, die ich auf YouTube noch nicht hochgeladen habe. Okay, Schneegebiet ist das erste DLC. Alles klar. Ja, gucken wir dann, wenn es soweit ist. Jetzt gibt es erstmal nochmal schnell eine Verabschiedung. Für YouTube. Oder habe ich noch irgendwas loszuwerden, nachdem ich jetzt Dark Souls 3 abgeschlossen habe? Leute. Ich weiß immer noch nicht so recht, wer ich bin, was ich mache, warum ich um dieses Feuer ist, glaube ich, irgendwie dafür da, um die Welt am Leben zu halten, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich sorge quasi jetzt zum wiederholten Male dafür, dass die Welt am Leben bleibt. Irgendwie habe ich auch irgendwas verstanden von wegen, dass das die Menschheit auch am Leben hält oder dass das Feuer auch die Menschheit selber ist oder so. Wird sich noch klären, wie genau es dann am Ende ist. Aber YouTube, hey, auch an euch, die ihr auf YouTube sogar von Anfang an teilweise jedes Video mitgeguckt habt. Ihr seid der absolute Hammer, ne? Auch diejenigen, die natürlich nicht alles komplett anschauen, sondern nur ausgewählte Videos anschauen. Ihr seid der Hammer. Die ganze Dark Souls Community, die hier mich aufgenommen hat und irgendwie willkommen geheißen hat. Ich war recht überrascht und find's echt großartig. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.